Ja, also eben habe ich ja über meine Lieblingsschwester geredet. Jetzt habe ich noch was, was ich fast genauso gern mag wie meine Schwester. Mein Text heißt nämlich Schokolade. Essen, ja, essen tun wir alle gern, ob von nah oder fern, orientalisch oder Hausküche, jeder hat seine Ansprüche. Meine sind da ganz besonders, denn sie bestehen aus Schokolade. Schokolade ist ein Lebens- und Genussmittel, dessen wesentliche Bestandteile, Kakaoerzeugnisse und Zuckerarten, im Falle von Milchschokolade auch Milcherzeugnisse sind, so jedenfalls laut Wikipedia. Doch für mich ist es einfach nur Schokolade, eine braune, zart schmelzende Flüssigkeit. Für mich nicht nur eine Kleinigkeit, die wahrscheinlich jedes Herz in diesem Raum schon einmal erobert hat. Viele von Ihnen mögen vielleicht der Überzeugung sein, dass Schokolade keine Probleme löst. Aber seien Sie mal ganz ehrlich, ein Apfel tut das auch nicht. Doch im Gegensatz zu einem Apfel kann Schokolade Leben retten und sich dabei in all unsere Herzen betten. Und ich möchte Ihnen heute zeigen, wie. Erstens, Schokolade als einfache Ernährung. Wenn man abends nach Hause kommt und es einem nach Essen frommt, dann hat man meist keine Lust, irgendwas zu kochen. Somit wäre Schokolade für uns alle die perfekte Lösung, denn nach 1 bis 5 Tafeln, vielleicht auch mal 6 oder 7, ist man dann auch satt. Zweitens, durch den eben genannten Konsum von 1 bis 5 oder 6 Tafeln Schokolade bekommt der Körper einigen Zucker zum Verschwafeln. Und dieser wird dann ja zu guter Letzt in unserem Bauch angesetzt. Und jetzt kommt es. Falls man nun in irgendeinen Autounfall verwickelt wird, hat man automatisch ein Airbag in Form des eigenen Bauches dabei. Denn man sagt ja auch so schön, ich esse nicht einfach Schokolade, ich gebe Kalorien ein Zuhause. Dann sagen bestimmt viele von Ihnen, man nimmt dabei aber zu, das ist doch bestimmt negativ. Aber da haben Sie sich alle geirrt, denn was ist schlimm daran, wenn etwas Gutes mehr wird? Mein dritter Punkt ist, dass Schokolade unser gesamtes Leben erleichtern könnte, denn wie bei Bauzeichnern gibt uns Schokolade den perfekten Partner. Wie einfach wäre es, seinen Partner nach der Lieblingsschokoladensorte zu suchen? Dann gibt es kein langes Fluchen wegen Jobs und Geld. Und falls mal keinem deine Schokolade gefällt, nimm einfach die Schokolade, denn Schokolade fragt nicht, Schokolade versteht. Viertens. Schokolade ist aufgrund eines wissenschaftlichen Befunds auf keinen Fall ungesund, denn Schokolade besteht aus Kakaobohnen. Kakaobohnen wiederum sind Pflanzen und Pflanzen sind eindeutig Salat. Fünftens, Schokolade in Beziehung. Schokolade kann das, was der Partner in Beziehung nicht kann, mich glücklich machen. Denn wenn der Partner mal wieder irgendeinen Mist labert, esse ich Schokolade. Wenn der Partner mal wieder nicht aufräumt, Schokolade. Wenn der Partner mal wieder zu spät kommt, hilft auch Schokolade. Und wenn der Partner einfach mal wieder der Partner ist, Schokolade. Ein Exkurs. Wissen Sie eigentlich, warum ich diesen Poetry Slam geschrieben habe? Wegen meinem Biologielehrer. Dieses ist Frank Meyer, den kennt vielleicht einer von Ihnen, der kommt ja hier aus dem Dorf. Dieser soeben genannte Biologielehrer erzählt uns nun im Unterricht allzu oft, dass wir uns doch gesünder ernähren sollen, da wir es sonst im Alter irgendwann bereuen, dass wir uns nur ungesund ernähren. Aber was wäre unser Leben ohne Schokolade? Ein trostloses Leben. Ohne diese zarten, süßen Schätze, die jeder von uns liebt. Dieses Leben lässt sich durch den Satz vom gekämmten Igel erklären. Natürlich fragen Sie sich jetzt, was der Satz vom gekämmten Igel ist. Aber das kann ich Ihnen ganz einfach erklären. Es gibt eine Theorie, dass es nicht möglich ist, alle Stacheln eines Igels so zu kämmen, dass sie in eine Richtung zeigen. Also sie zeigen immer in verschiedene Richtungen. Deshalb ist es auch nicht möglich, wenn man eine Kugel nimmt, dort zum Beispiel Zahnstocher raufzustecken, dass alle in eine Richtung zeigen. Und somit kann man daraus schließen, dass nicht alle Menschen in einer Gesellschaft in eine Richtung denken. Aber jetzt stellt sich natürlich die Frage, was das Ganze wieder mit Schokolade zu tun hat. Das kann ich Ihnen auch sagen, gar nichts. Deshalb sollten wir jetzt einfach alle, wenn wir hier weggehen, zu Hause erstmal ein schönes Stück Schokolade essen. Denn Schokolade ist da, wenn es kein anderer ist, wenn du einmal einsam bist. Durchs Essen dieser zarten Stücke werden Hormone ausgeschüttet. Diese machen dich dann froh. Oh Schokolade, ich liebe dich so. Dankeschön.